Jo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch willkommen zu einem neuen Lava-Video. Das ist ja ein festes Format, was jetzt jeden Dienstag kommen wird. Und da rede ich über aktuelle Themen, was gerade so hier los ist und was neu ist und sonstiges. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich werde darüber reden, werde meine Meinung dazu geben. Man kann ja in den Kommentaren dann auch diskutieren. Und ja, wir sind ein Holzblock. Und ja, was ich ansprechen wollte, ich habe eine neue Facecam gekauft oder beziehungsweise bestellt und die wird so, wenn ihr das Video seht, also am Dienstag soll sie ankommen. Mal gucken, verstecken wir uns ein bisschen hier, mal sehen, ob das auffällt. Das würde mich mal interessieren, ob das auffällt, da so in der Ecke. Ich glaube ja, dass das auffällt, aber so, okay. Gut, dass ich sagen würde, also ich habe eine neue Facecam, die ist auf jeden Fall in Full HD, das heißt, das Ganze wird auf jeden Fall schöner gestaltet werden. Ich habe einen neuen Facecam-Rahmen, den habt ihr ja sicherlich jetzt schon gesehen und ich habe es geschafft, die Facecam ganz links einfach hin zu verschieben. Ich hatte das ja so komisch in der Mitte einfach, weil ich einfach das nicht hinbekommen habe. Ich frage mich nicht, warum ich das nicht hinbekommen habe. Ein Kumpel von mir hat mir dabei geholfen und jetzt funktioniert das alles. Also ich, ja. Es funktioniert, also ich freue mich immer, wenn irgendwas wirklich super klappt. Und ja, ich habe saugute Laune, habe jetzt einfach Lust, ein Video aufzunehmen. Dazu muss ich sagen, ich habe das Video schon, ja, circa... Und der weiß, dass wir da sind. Oh, Mann. Ich habe das Video bestimmt schon 5-6 Mal aufgenommen. Und ja, es ist das Video absolut scheiße geworden. Und beim zweiten Mal hat er einfach vergessen, die Facecam aufzunehmen. Und dann gab es hier und da noch ein paar Probleme. Und ich weiß nicht, also irgendwie... Also ich nehme das bestimmt schon zum 5., 6. Mal auf, das Video. Und jetzt die letzten beiden Male war es einfach so, dass... Ja, dass einfach die Facecam nicht aufgenommen worden ist. Ich hoffe, dass das jetzt anders ist, als wenn ihr das Video seht. Wisst ihr, ich habe es geschafft, die Facecam aufzunehmen. Was für eine Meisterleistung. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, für alle, die jetzt neu sind, am Dienstag gibt es immer einen Hide and Seek Tag, also ein Lava-Video. Um 16 Uhr kommt das raus und am Donnerstag gibt es eine PvP-Runde mit mir. Auch um 16 Uhr kommt das Ganze raus und da wird es einen Special Guest geben. Ich will noch nicht zu viel verraten, ist auf jeden Fall ein YouTuber. Ungefähr so viele Abonnenten wie ich, ein bisschen weniger. Und ja, wir haben uns in einem Livestream kennengelernt, bei YouKnow. Und da ist es so gewesen, dass ich halt unter den beliebten Streams geguckt habe. Hab die da gefunden, weil die halt extrem viele Daumen nach oben hatten, haben sie auch selber ein paar gegeben. Auf jeden Fall habe ich die durch Zufall da gefunden. Hatten in der Zeit... Ich glaube, 7 Leute in diesem Stream drin. Das heißt, man konnte sich gut mit denen unterhalten. Das war nicht zu voll, aber auch nicht zu leer. Und da haben wir uns kennengelernt einfach. Ich habe dann meinen YouTube-Kanal angesprochen und dann, ja, das war einfach... Ja, irgendwie also sind wir dann ins Gespräch gekommen, dass er auch einen YouTube-Kanal hat. Wir haben uns bei Skype, also haben uns ausgetauscht mit den Kontaktdaten, haben uns dann bei Skype getroffen und haben uns von Anhieb wirklich gut verstanden. Er macht auch Videos, er hat auch eine Facecam und ja, auf jeden Fall wird er nächsten Donnerstag oder diesen Donnerstag wird er auf jeden Fall hier kommen und wird ein Video mit mir aufnehmen. Eine PvP-Runde. Ich denke mal, dass das Ganze Bed Wars wird. Ich will mich aber noch nicht auf Bed Wars versteifen. Aber ihr könnt ja zu 99% damit rechnen, dass es Bed Wars wird. Weil ich da einfach voll Bock drauf habe. Und ja, ihr wisst ja, ich nehme kein Video auf, wenn ich überhaupt keine Lust habe. Weil wenn ich keine Lust habe, dann ist das so... Weiß ich nicht. Denn man merkt das einfach. Wenn ich keine Lust habe, ein Video aufzunehmen, dann wird das Video einfach scheiße. Deswegen habe ich auch die anderen Videos auch gelöscht, weil die einfach... Man merkt es einfach, wenn ich oder nur wenig Lust habe. Also Lust habe ich meistens schon, wenn ich aufnehme. Aber dann manchmal auch wenig Lust und denke dann, ach, nee, das löscht du wieder das Video. Das nimmst du nochmal komplett neu auf. Kann man darüber? Ja, kann man. Tatsache. Und das war's auch schon zur Runde.
Was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin jetzt auf Facebook und Twitter aktiv. Ich habe eine neue Facebook-Seite. Also jeder, der jetzt meine alte Facebook-Seite geliked hat, ich habe eine neue Facebook-Seite. Unten in der Beschreibung könnt ihr diese, ja, könnt ihr diese liken und könnt sie abonnieren sozusagen. Da werde ich auf jeden Fall immer aktuell irgendwas berichten. Das heißt, wenn irgendwas los ist, hey, ein Video kommt nicht oder ein Video kommt später oder es kommt ein zusätzliches Video oder ich mache einen Stream. YouNow habe ich übrigens auch unten in der Beschreibung. Twitch eigentlich auch, aber da komme ich im Moment irgendwie nicht mit klar. Irgendwie habe ich da ein paar Probleme mit Twitch und deswegen habe ich das noch nicht unten verlinkt. Aber YouNow habe ich auf jeden Fall, da streame ich auch zwischendurch. Wenn ihr auf Facebook und Twitter aktiv seid, dann werdet ihr auf jeden Fall mitkriegen, wenn ich das streame. Da könnt ihr mir irgendwelche Fragen stellen. Zu den Lava-Videos könnt ihr mir auch unten Fragen stellen, beziehungsweise auch irgendwelche Themen, worüber ich reden soll. Und ich habe noch AskFM, da könnt ihr mir auch Fragen stellen. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Da bin ich eigentlich auch recht aktiv. Nicht so aktiv wie auf Twitter und Facebook, aber ich gucke da auch zwischendurch mal vorbei und beantworte einfach irgendwelche Fragen. Ja, dann das habe ich abgehakt. Was ich noch fragen wollte, habt ihr irgendwie Bock irgendwie auf Vlogs oder Roomtouren oder Follow Me Around, irgendwie sowas? Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf den Tuber Day gehe oder wenn ich irgendwie auf die Gamescom gehe oder sonst irgendwas, vielleicht so ein Follow Me Around oder eine Roomtour, dass ihr mal seht, wie mein ganzes Crib hier aufgebaut ist. Oder habt ihr Bock auf Vlogs, einfach so wie mein Tag mal war, dass ihr, oder die Woche, was ich so gemacht habe, was ich so erlebt habe und solche Sachen. Vielleicht interessiert euch sowas, muss nicht, also wenn euch das interessiert, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ob es euch interessiert. Und ja, Hide and Seek war recht langweilig. Das ist aber immer so, weil ich laber einfach die ganze Zeit und wenn ich PvP spiele, kann ich nicht so viel reden. Ich versuche natürlich viel zu reden, aber ich verliere öfter mal den Faden einfach, weil ich einfach, ja, ich kann mich nicht konzentrieren darauf. Ich könnte natürlich, wieso ruckelt das so? Ich weiß auch nicht. Also, ich könnte natürlich auch ein Gameplay im Voraus aufnehmen, PvP-Runde, aber ich finde, dann ist die ganze Spannung weg, einfach irgendwie. Weiß ich nicht. Wenn ich mich aufs Spiel irgendwie konzentriere, dann könnt ihr es gleich live miterleben, wie ich einfach reagiere. Und dann würde ich sagen, was wollte ich nur ansprechen? Ja, vielen, vielen Dank für 270 Abonnenten. Also, ich dachte echt, das wäre ein Traum. Kein Spaß, ich dachte echt, das wäre ein Traum. Ich habe mich ohne Spaß erstmal gekniffen und habe erstmal so gemacht und habe geguckt, hey, bist du überhaupt wach? Weil innerhalb von der Nacht, beziehungsweise heute, sind einfach so viele neue Abonnenten dazu gekommen. Ich habe ja innerhalb von ein paar Tagen, wieso bin ich jetzt da reingesprungen? Egal. So. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen, vor 250 Abonnenten, habe ich es einfach zu 270 Abonnenten geschafft. Also das ist, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich so unterstützt einfach. Und auch, dass ihr so fleißig in den Kommentaren seid, das bin ich gar nicht mehr so gewohnt, weil ich ja eine lange Pause gemacht habe mit dem Kanal. Und jetzt bin ich ja wirklich aktiv und es freut mich einfach, wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir einfach ein paar Kommentare von euch an, kriege sofort wieder gute Laune. Und wenn ich dann sehe, hey, ich habe neuen Abonnenten dazu gekriegt, kriege ich noch bessere Laune. Ich habe ja mal ein Video gezeigt, wie ich reagiere, wenn ich wirklich, das war auch nicht gespielt. Also für alle Leute, die dachten, das wäre gespielt, das war nicht gespielt, das war wirklich echt. Ich reagiere wirklich so, ich dance dann voll ab, wenn ich neuen Abonnenten habe. Ich freue mich einfach richtig doll darüber und ich laber schon wieder viel zu viel. Also um alles zusammenzufassen, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Vlogs, Follow Me Arounds oder Roomtouren sehen wollt. Schreibt unten in die Kommentare Themen, was ich so in Lava-Videos ansprechen soll. Schreibt unten in die Kommentare Formate. Wenn ihr sagt, hey, Lava-Video ist überhaupt nicht mein Format und PvP ist auch nicht mein Format, schreibt unten Formate in die Kommentare, was ich so machen soll, was euch so interessiert. Das interessiert mich ja auch, was euch so interessiert. Und ja, meine Facebook-Twitter-Seite und AskFM-Seite und so ist unten alles verlinkt. YouNow, habe ich das unten verlinkt? Ja, habe ich unten verlinkt? Wenn nicht, werde ich das verlinken in diesem Video. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Videos, ob ich das da verlinkt habe. Ich hoffe ja. Auf jeden Fall in diesem Video werde ich das unten verlinken. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen. Ich wollte nur die Cam ansprechen, hauptsächlich, dass die Cam kommt. Dass ich mich einfach auf Full HD freue. Am Dienstag wird sie ankommen, wie gesagt, wenn ihr das hier seht.
ich nehme das Ganze jetzt am Montag auf, weiß nicht, habe ich eine Uhr? Ich glaube, um 18 Uhr nehme ich das Ganze jetzt auf. Ich habe schon am Samstag aufgenommen und habe heute Morgen ein Video aufgenommen, aber die sind nicht so gut geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, du machst einfach ein Thumbnail und probierst du später nochmal mit dem Video. Und ja, ich denke mal, dass das auch viel, viel besser geworden ist, weil ich auch gute Laune habe. Ja, was wollten wir ansprechen? Nee, das war's, glaube ich. Ich habe mir extra einen Spickzettel gemacht, da habe ich sowieso nicht drauf geguckt. Ich kann nochmal raufgucken, eigentlich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen traumhaften Tag und einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, wo ihr das Video gerade guckt. Und dann haut raus, wir sehen uns im nächsten Video, zur nächsten PvP-Runde. Freut euch auf jeden Fall auf den Special Guest. Ich denke mal, dass wir heute Abend aufnehmen, wenn das nichts wird. Ich plane es immer so ein bisschen im Voraus, wenn ich so Gäste einlade, weil es kann immer mal was dazwischen kommen. Ich habe schon wieder viel zu viel. Haut raus, traumhaften Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.